Number 7. Nice. Number 10. Yarmolenko. Begonnen. Hansi, wer ist für dich eigentlich die Schlüsselfigur des Spiels? Es hat schon Spiele gegeben, da hat ein Profi mehr Ballkontakte gehabt als alle Gegenspieler zusammen. Xabi Alonso immer anspielbar und alles, was er macht, ist produktiv. Ja, ganz klarer Fall. Der Mann bringt alles mit, was ein Fußballer braucht. Mario Götze treibt das Spiel auf der rechten Seite nach vorn. Miguel Veloso. Beide Mannschaften schenken den Ball zu schnell wieder her. Und raus auf die Seite. Ob er nach innen zieht? Benatia spielt den Ball in den Gefahrenbereich hinein. Und der kommt durch. Wieder. Heiliger Himmel, das habe ich selten erlebt. Es steht immer noch 0:0, aber was viel schlimmer ist, man hat den Eindruck, beide Mannschaften haben eine regelrechte Torschussallergie. Yarmolenko. Sehr gut antizipiert. Er geht da im richtigen Moment rein. Da ist die Chance. Und er spielt den Ball hoch rein. Tor für den FC Bayern München. Eine sehr gute Flanke und ein sehr starker Kopfball. Ganz genau so musst du zum Kopfball gehen, mit der nötigen Portion Entschlossenheit. Das hat er richtig stark gemacht. Damit steht's 1:0. So kennt man ihn. Das ist ein Vollstrecker vor dem Herren. Das ist Mr. Zuverlässig. Das ist Robben. Er versucht, die Lücke in der Abwehr zu finden. Irgendwie haben sie es geschafft, ungeschoren davonzukommen. Mario Götze. Versucht, die Gasse zu finden. Und der Linienrichter zeigt an, abseits. Ja.
Dragovic. Javi Martinez mit dem Pass nach vorn. Ein sehr guter Lauf. Ribéry durch die Abwehr. Miguel Veloso. Klasse Stellungsspiel, gut geklärt. Das war's, Halbzeit. Mit dem Spiel und dem Ergebnis kann man nach der ersten Halbzeit hochzufrieden sein. Man darf allerdings in Durchgang 2 nicht nachlässig werden. Es steht 1:0 und wir hoffen, dass da noch ein bisschen was kommt in Durchgang 2. Nun beginnen wir sie, die zweiten 45 Minuten. Bayern München muss sich jetzt natürlich entscheiden, nachlegen und auf die Entscheidung drängen oder auf Halten spielen. Das könnte natürlich ein Spiel mit dem Feuer sein. Die Blutgrätsche kommt nach Hause. Ab in die Spitze. Ganz ordentliche Chance, nur der Ball hat es nicht zum Kollegen geschafft. Das Motto heißt ganz klar, ab durch die Mitte, aber irgendwie kommen sie nicht richtig durch. Er versucht, den Ball in die Gasse zu spielen. Der ist drin! Und jetzt ziehen sie davon und tschüss! Einen Moment später und er wäre im Abseits gewesen. So ist alles regulär. Number 10, Robert.